Hallihallo und herzlich willkommen zum, ich denke mal, fünften Part von Let's Play Crash Bandicoot 2. Ja, wie ihr seht, dieser Raum, so gut wie alles fertig, so gut wie alles fertig. Und, ja, fehlt uns nur noch das tolle Plant Food. Das machen wir dann auch gleich mal. Lal. Ja. Wunderschön. So, da sind wir auch schon gespawnt. Und da müssen wir auch auf das Ding hier warten. So. Ich hoffe mal, wir kriegen es dieses Mal hin. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das gemacht habe, wegen den Diamanten. Da war das auch so eine schwere Geburt hier mit. Hier kann ich mich noch erinnern, wo der Timer dann losgegangen ist. Oh Gott. Spielen wir dieses Mal ein bisschen, wie heißt's, sicherer. So. Gut, das hatten wir schon mal. Müssen wir dann noch auf die zweite Nitro-Box? Naja, egal. Nein, nicht egal. Sorry. So. Können wir ein zweites Mal auf die zweite Nitro-Box aufpassen? Gott verdammt nochmal. So. Da geht es auch schon. Wollen wir aber weitermachen hier? Nein, du schnappst uns nicht, du auch nicht. So. Machen wir erstmal das Bonuslevel. So. TNT. TNT, TNT. Boom. Weg mit der. Unser Leben, das necken wir uns auch mal mit. So. Wow, das war knapp. Pff. Ich bin auch so blöd und kann das hier in einem. Okay, Lag. Ach Gott, das war ein Lag eben. Oh je. Naja, gut, kann ja mal passieren. So, da haben wir auch schon das Bonuslevel zusammen hingekriegt. So, dann machen wir gleich mal weiter hier. Ihr habt vielleicht ja gemerkt, dass ich auch mal einen Planet Side Gameplay gemacht habe mit unserem tollen Admin Flöel. Also mit Biohazard. Und ich fand, das war wunderschön. So, dann wollen wir doch mal die ganzen Pflanzen hier kaputt machen. Beziehungsweise eliminieren. Weil die nerven ein wenig. Tschüss. Dann können wir uns auch gleich mal die Sachen hier holen. Genau, super. Heute hapert es mal irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Warum auch immer. So. Mann, hat der Emulator eben gelaggt. Wow. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir nach vorne fahren, wegen der Pflanze, glaube ich, oder? Ja, da kommt noch eine Pflanze. So, die haben wir dann auch überwunden. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Perfekto. Und da haben wir auch schon den Diamanten. Let's proceed. Ja. Jetzt kommt der heikle Part der ganzen Geschichte. So. Genau. Wir haben unser ganzes Zeug. Ja. Mach schneller, bitte. So, gut. Jetzt hört euch was Schönes an. Okay, da habt ihr es gehört. Es wird immer schwieriger, wie wir es eventuell mal bemerkt haben. Sondern wollen wir mal zum Boss rüber. Oh je. Wenn ich jetzt verkacke. Na komm, lade. Oh ja, Tiny the Tiger. Super. Nicht der alte Sack, den kennen wir ja auch schon. Naja, den kennen wir nicht, aber ich kenne ihn. Wow. So, ihr werdet gleich sehen. Wow. Oh. Okay, gut. Ja, ihr werdet sehen, dass ich sterbe. Ich habe Angst vor diesem Viech. Immer versuchen, ein Pellet-Teil hier Abstand zu halten.
Genau, und hier fällt man runter. Wow. Verdammt nochmal. So, wir müssen hier versuchen, den auf die rot blinkenden Felder dann zu kriegen. Genau so. Nein, nicht genau so, aber so ähnlich. Wow, 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 wow. Och, ich dachte, och nee, ich dachte, er kommt jetzt zu mir rüber. Naja. Diesen Gegner habe ich als Kind so gehasst, wirklich. Das könnt ihr mir glauben, das war grässlich für mich. So, und tschüss. Mach's gut. Wow. Tschüssi. So, der sollte jetzt eigentlich wieder mit den Dingern, die da hochkommen, kommen, genau. Rawr. The Badass Tiger. So. Dum, 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 dum. Und tschüss. Mach's gut. Und da haben wir ihn auch schon fast. Ich setze hier mal einen kleinen Safe State. Sorry. Aber das muss sein. Ja, ist gut. Du bist böse und willst uns vernichten. So. Wenn wir jetzt Pech haben. Wenn wir jetzt Pech haben. Nein. Wir haben kein Pech. Ich dachte, jetzt geht's hier wieder so voll los. Na komm, jetzt geh doch mal unter hier. Na, dieses letzte. Verdammt. Na kommt schon. Ja, die Entwickler haben sich da ein bisschen was einfallen lassen. Jetzt können wir hier die ganze Zeit rumspringen, oder wie? Jawohl, da haben wir ihn. Und tschüss. Wow. Ja, das meinte ich. Da müssen wir aufpassen. Jawohl, da haben wir es. Geht doch. Hallo. Was? Was? Nee, oder? Nö, ich setze. Ich mach da. Nein, ich mache jetzt den Safe State. Das könnt ihr vergessen. Ihr habt gesehen, dass ich die Animation hatte. Naja, egal. Kann passieren. Warum auch immer. So, weg ist er. Endlich. Jetzt mache ich denselben Fehler nicht nochmal. Oder? Was? Wie kann das denn sein? Ich war doch eben noch drauf. Was soll denn das? Meine Güte, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Na, okay. Ich mache keinen Blödsinn, weil normalerweise kann man dann noch auf dem draufstehen, dem Tiger. Was? Naja. Egal, setzen wir nochmal hier den Dings. Safe State ein. Sorry. Ja, Growl, du bist so böse. Ich habe jetzt so viel Angst, verdammt. Wow. Oh, zu spät gesehen. Zu spät gesehen. Zu spät gesehen. Ich habe für alles eine Ausrede. Pff. Ja, schüttel deinen Kopf. Mach nochmal deinen Badass Growl. Und dann kommen wir ja. Jo. Manchmal macht er so kleine Pausen, wie ihr es vielleicht eben mal gesehen habt. Oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt kriege ich es, jetzt kriege ich es hin. Haha. Genau. Und tschüss, du fieser, böser, großer Tiger. Da haben wir dich auch schon besiegt. Jawohl. Und da fliegt er endgültig runter. Und wir tanzen, wie immer. Kapau. Und da werden wir auch schon hochgebeamt zum nächsten Warp Room. Und das ist einer meiner Lieblings-Warp Rooms. Wegen einem Level. Und das heißt. Na, was ist denn? Hier, Beehiving. Oh, das ist. Ich liebe dieses Level. Ich liebe es einfach nur. Oh, das wird so nice, dieses Level. So, speichern wir doch gleich mal und machen das erste Level. Oder die ersten zwei, drei, was auch immer, wie viele. Ja, wird aktualisiert. So, beenden. Hanging out. Dinginet. Großer Crash. Ruination. Beehaven. Okay, dann machen wir gleich mal hier dieses. Bla, dieses Level. Dieses Lel. Na, Nase. So, das ist schon wieder so ein Untergrundlevel. Ach komm. So, das hatten wir schon mal. So, ihr werdet jetzt sehen, dass hier kleine Sachen vorbeiflitzen. Wow. Aber ich kann das ja, ich spiele das Spiel schon ziemlich lang. Auch wenn ich manchmal Safe State setze, tut mir leid. So, hoffen wir mal, dass hier kein Nitro oder so hinter ist. Nein, es ist nicht gut. Perfekt. So. Ganze Kisten einsammeln. Und runter geht's. Gibt's hier irgendwas? Nein. So, Checkpoint.
Zack, die Kiste weg. Ja, bevor der wiederkommt. Dieser kleine Roboter, was auch immer, wie man die Dinger hier nennt. Maschinen, die aufpassen. So. Oh, kommt ja wie gelegen, das Ding hier. So, das kann man hier schaffen, ohne seine Maske zu verlieren. Und zwar einfach nur so springen. Na, hier muss man aber ziemlich aufpassen. Denn hier kann man ganz schnell mal ein bisschen Blödsinn machen. So, genau. Ah, ich liebe diesen Warp Room, der ist so genial. Die ganzen Level davon, oh. Ich hab das als Kind so geliebt. Wow, hä, was? Was war das jetzt? Wah. Verdammt. Egal, machen wir halt einfach da weiter, wo wir waren. So, 28 Kisten, das geht hier locker flockig. Walker flocker. So. Vielleicht hört ihr, dass meine Stimme ein bisschen kratzig ist. Ja, ich habe mir heute mal wieder den Mund fusselig gelabert. Wow, pass auf. Pass auf, das Häs. Ja, toll. Okay, gut. Pff, geschafft. Das ging auch hier locker von der Pelle. So. Die Dinger hier, die nerven. Ich habe immer Angst, dass ich die Teile berühre. Möglichst viele Kisten versuchen mitzunehmen. Wow. So, okay. Machen wir mal was Ungewöhnliches. Wir gehen nach hinten. Ho. Wer hat das gedacht, dass hier noch so ein Ding existiert? Ja, du nicht, oder? So, dann machen wir gleich mal weiter. Das ist so eine Art Bonus-Level. Na, ich wollte mich doch gerade ducken. Naja, egal. Wir haben ja da den Checkpoint, genau. Und hier sind auch keine... Wie heißen die Viecher? Aale? Ja, Aale. Strom, Aale. Keine Ahnung, wie die Viechel heißen. Das Teil. Es nervt. So. Dazu hat man halt diese schöne Duck-Funktion. Ah, nein. Das ist so schnell. Gotta go fast. Oh mein Gott. Es wird immer schneller. So. Und zack. Scotty, beam me up. So. Oder beam me up, Scotty. Ich hab's ein bisschen verkackt mit dem Satz. Egal. Totally fly. Da sehen wir es ja. Ja, das hätten wir geholt. Und dann speichern wir gleich nochmal. Ach komm. Verzeichnis auf Memory Card wird gelesen. Ja, ja, ja. Bitte warten. Spiel speichern. So. Memory Card wird aktualisiert. Bitte warten. Ja, ich warte. So, beenden. Und dann wollen wir gleich mal wieder hier in Totally Fly rein. Hey. Ja, ja, ja. Und es lädt schon wieder so ewig lang. Oh! Ein zweiter Warp Room, der so aussieht. Wer hätte es gedacht? Und was ist das denn hier für ein Level? Ein sehr komisch aussehendes. Mache ich hier mal ein bisschen so Speedrunner-like die Tastenkombi oder wie das heißt hier. Ja, und ich bin auch blöd. So, wollen wir mal kein Leben verschwenden. So, ich glaube, ich soll doch mal ein bisschen vorsichtiger spielen. Ach, wen interessiert's? Mache ich doch so oder so nicht. So, du machst dich auch mal weg. Du hast uns eben gekillt, du komisches Viech. So. Ja, ja, ja. Wee, wee. UFOs. Ja, hier muss man sehr, sehr aufpassen, wie man spielt. Wie gesagt, es ist dunkel. Wie man hier schon sehen kann. Meine Güte. Schwere Geburt. Wow. Ich hoffe mal, ich mache hier keinen Blödsinn. Ha, geht doch. So, dann wollen wir auch mal gleich das Bonuslevel machen. Ja, da hat man nämlich auch nur eine begrenzte Lichtquelle. Ich glaube, das war hier so. Man hat die nur begrenzt, wenn man alle Sachen hier kriegen will. Blop, blop, blop. Genau. Und das Licht verlässt uns gleich. Da schwindet es hin. Aber wir haben es hingekriegt. Jawohl. Super. So. Und wir haben Leben. Ne, zwei Leben. Weil wegen den Wumpa Fruits. So. Wow. Oh mein Gott, das war knapp.
Oh mein Gott, das kleine Ding da hat mich gerettet. Nein, mach doch den Slam. Oh, ich hasse diese Passage. Ach. So, ich hoffe mal, ich krieg das hier alles hin. Doink und Doink. Gibt's hier irgendwas? Angst, Angst, Angst. Yep, Angst gibt's hier. Naja. Haben wir das hier schon? Hallo. Jo, haben wir schon gemacht. Perfekt. Ah, dann wollen wir gleich mal weitermachen. Ja, geh weg. Blödes Viech. Nein, ich habe schon wieder falsch gemacht. Oh, ich darf das erstmal nicht nehmen, das kleine Lichtviechel. Nein, spring doch. So, was gibt's denn hier alles? Ach, da vorne gibt's dann die Schlucht. Ah, ich muss mir das so ein bisschen einkalkulieren hier. So, da haben wir's. Nein, da fliegen wir schon wieder runter. Das gibt's doch nicht. Naja, wie man will. Die Folge wird mal wieder so 20 Minuten lang, so um den Dreh, schätze ich mal. Du machst dich auch ab. So, hier mache ich mal ein Safe State hin. Müssen wir nicht ständig vom Checkpoint aus starten. Damit wir diese blöden Kisten mal machen können, weil die nerven mich gerade ein bisschen fatal. So. Hier war doch auch noch eine. Na, wo ist sie denn? Ja, da ist sie. So. Den Rest mache ich mit dem Licht. Hallo, springen. Und nein! Meine Güte, ich glaube, ich habe es schon wieder verkackelt. So, du machst dich auch ab. Nein, nicht das Licht. Och Mann. So, machen wir es nochmal. Das war blöd von mir. So, das habe ich. Nein! Jetzt habe ich das Licht aus Versehen aufgenommen. Ach, da ist das Ding, wo man springen muss. Okay, gut. So, das ist hier. Und hier kommt noch eins. Ah, Mist, ich wusste es. Wow. Nein! Das wollte ich nicht. Dieses blöde Licht. Es nervt. Dezent. So, wo ist denn das andere hier? Hallo? Hier irgendwo? Nein, ich fliege hier nur in den Boden rein, merke ich gerade. Ja, wo ist denn das? Ach, dort. Okay, gut. So, da haben wir noch eins. Und noch eins. Oh, das war jetzt gut. Das war gut. So, machen wir hier mal gleich hier einen kleinen Safe State. So. Jetzt aber schnell! Dalli, Dalli. Sonst ist das Licht hier schon wieder weg. Ah. Ah, ja. Ein bisschen tricky hier. So, das wollte ich. Na, nicht stecken bleiben, bitte. Ach, perfekt. Super. Da haben wir den Diamanten. Klasse. Das wollte ich erreichen. Perfekt. Na komm. Und fupp. Und der geht in den Secret Warp Room. Ja, dancen. So, und dann wollen wir mal speichern. Denn ich sage für diesen Part Tschüss. Nuss. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Das nächste Mal. So, okay. Dann.